Moin Leute, ich zeige euch mal wieder ein bisschen was von Abidjan. Ich werde jetzt kurz in China Mall fahren, da will ich ein bisschen was kaufen. Ein HDMI-Kabel brauche ich für Wochenende, für Kinoabend. Und dann fahren wir da zum Stefan. Und ich denke, ich werde mit euch mal jetzt über die neue Brücke fahren. Ne? Machen wir mal. Und ich kann, muss ich einmal kurz drehen an der Kreuzung, aber hey, für euch, haha, machen wir. Also, auf geht's. Bin ja schon auf dem Bock. So, und dann ist hier auch wieder ein schönes Beispiel für super Verkehrsplanung. Zeige ich euch gleich mal. So, kurz aber gepostet für. Ach, fick dich, ey. Für Instagram. Oh, die Linse ist dreckig. So, dann zeigen wir den ganzen Vierradfahrern mal, wie hier ein Zweiradfahrer sich durch die Gegend muschelt. So, over the bridge and far away, sag ich nur. Und da kann man noch mal sehen hier. Auf der linken Seite. Wie das mit der Verkehrserzerrung hier funktioniert. Nämlich gar nicht. Fahr doch vorbei, ey. Und nerv nicht rum. Ja, kleine Touristenattraktion hier, die Brücke.
Unglaublich, ey. Unglaublich. Also da siehst du Stunts auf der Bahn, wirklich unglaublich. Oder wie der Franzose sagt, kann man das mal ein bisschen drehen hier? Ja, geht wohl nicht, aber reicht. Incroyable, ne? Incroyable! So, ich habe jetzt noch 9,6 Kilometer bis zu meinem Ziel. Der Scharnackenhalle. Komm, ich fahre jetzt hier. An der Scharnackenhalle. Ja, fahr oder bleib stehen. Fahren wir jetzt ein bisschen durch Downtown. Durch Abidjanetten. Oder Abidjanistan. Schon lange die Kamera nicht mehr angehabt beim Fahren. Meistens habe ich sie immer vergessen. Aber heute nicht. Ich glaube, das wird ein Video in Video. Video. Und los geht's. Also der mit der Spurtreue hier, ne? Ist nicht wirklich. Nicht wirklich, Herr Commander. Ja. Aber es bleibt mir ganz gut, wenn ich es ungeschnitten mache. Ich hau mal einfach draufhalten. Ha 18 17 16 15 14 13 12, kommt keiner, Farbe rot. Ja, aus der Ferne sieht Abidjan Zentrum Downtown wirklich fast aus wie Frankfurt, so mit den Türmen. Aber guckt euch aus der Nähe an. Ja. Teufel liegt wie immer im Detail. Ganz wichtig hier bei jedem Gefährt ist, die Hupe, die muss funktionieren. Der Rest ist egal. Der Rest, den interessiert keinen Menschen. Wichtig ist die Hupe. Licht im Dunkeln? Ne, Hauptsache Hupe. Eine Blinkanlage, auch egal, weil die wird sowieso angelassen. Einfach mal fahren, spielt auch keine Rolle. Ja, da war sie, die Hupe, jawoll. Meine Hupe funktioniert auch nur dann, wenn sie will, ey, ganz komisch.
Aber das Schöne ist, ich komme hier überall durch. Alter! Unglaublich, ey! Also geil ist natürlich schon mit dem Roller hier durch die Gegend zu jockeln. Weil da brauchen wir nicht anstrengen. Aber der funktioniert mal wieder nicht. Ich habe nämlich ein Kabel von dem Beschleunigungsgriff aus Versehen demontiert und das ist direkt an so einem Elektronikbauteil abgerissen, wo ich auch nicht dran löten kann. Also neu bestellen. Doof gelaufen. Aber richtig doof gelaufen. Also heißt es jetzt Cardio. Aber ich habe ja die Kraft der zwei Herzen. Sprich Akkus. Da macht auch so eine Steigung nicht wirklich Probleme. Guck mal, Motorrad ist auch nicht schneller. Did it! Oh, meine Hupentaste, ey. Wie gesagt, funktioniert immer, wenn sie will. Aber nie, wenn ich will. Nee, mich haben die nicht gemeint. Das ist eine neue Strecke hier. Aber das Schöne ist ja, ne, es soll ja so gefährlich sein, hier zu fahren. Aber was ist denn sicherer, als im Stau zu fahren? Mit dem Fahrrad. So. Bartusch! Oui! Chuck Jour! Oh, dieser Hupentaster schafft mich, ey. Geht schon am Nörgeln, ne? Aber ich bin gar nicht genörgelt. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich bin entspannt und hab Spaß gerade. Oh, Wahnsinn! So, jetzt mal Turbo, dass wir hier kein Verkehrshindernis werden. Aber jetzt wird gleich eh wieder hier safe fließend. Also, dass die mal wegen dem LKW bremsen müsste, ne? Das? Oh, Alter! Und meine geht nicht! Doch, jetzt geht sie wieder!
Ja, ich weiß, du bist größer. Ich weiß es. Alter, fahr doch! Also das mit der Rückschläge ist auch so ein Thema hier. Hier ist auch ein schöner Fußgängerweg auf der rechten Seite, aber ich habe den Ausgang noch nicht gefunden. Alter, der hupt jetzt! Mach mich wahnsinnig! Nur zur Info, ich habe jetzt 48 km/h. Und ich könnte sein, nee, aber bald mache ich die 8000 km voll. Oh nein, nicht rot! Da fahr mich noch um hier, ey. Komm, 9 Sekunden. Bis ich da bin, sind die 9 Sekunden vorbei. Fahr. Du hast auch schon längst rot gehabt. Ui, also Turbo ist schon geil, auch wenn es sehr batteriezehrend ist. Merci. Na, was macht der hier? Sechs Kilometerchen noch.
Alter, die Luft, die ist echt schlimm hier, ey. Ich habe eine magische Hupe. Irgendwie ist Seitenstreifen fahren langweilig. Komm, wir gehen in die Mitte. Merci! Hier in der Mitte passiert doch viel mehr. Attente, attente, merci! Merci! Attention! Merci! Schon lange nicht mehr gemacht mit dem Fahrrad hier so eine lange Strecke durch den Stau. Schon geil, ey. Jetzt ist es auch für mich langsam eng. Uppala. Fahren wir hier lang. Upsala. Juhu. Pramp. Pramp. Scheiße. Jetzt hängt sogar ich fest, ey. Ein Meter später und ich wäre durch gewesen. Oh. Ja, geht halt nicht immer, ne? Oh, da ist eine Lücke. Jawoll, da geht's doch wieder. Juhu. Na, passt das? Ich würde sagen, das passt. Jawoll. Dann passt das ja auch hier. Merci. Hello.
Da kommt mit Abstützen. Oh, desolate. Kleinen Spiegelkontakt. Ach komm, da kommen wir hier aber auch durch. Ja. Alter, könnt ihr euch vorstellen, wie lange man hier mit dem Auto wartet? Einziger Vorteil ist, dass die Atemluft ist im Auto wahrscheinlich besser. Muss ich entlang. Geradeaus. Fahren wir geradeaus. Geradeaus. Schauen wir bis dahin noch. Also das Thema ist die Fahrt schon als mit dem Fahrrad, als mit dem Roller, weil ich ja voll gefedert, ne? Das Schätzchen hier. Ja gut, wenn die da durchkommen, komme ich da auch durch. Aber Mädel, einmal mal ein bisschen weiter links fahren, ne? Am peu à gauche. Tschüss, am peu à gauche. Ja komm, Meister, fahr. Avancez, avancez! Messieurs! Watch and counter! Drei Kilometer noch! Also ein halb Kilometer. Ja, komm. Oh, zu hohen Gang, ey. Komm ich nicht aus dem Puschen hier. Jetzt mal hier. Das letzte Mal bin ich mich vertan hier und bin direkt auf der Autobahn gewesen. Das wollen wir nicht. Da ist so Hubbel und drüber. Gute Entscheidung gewesen. Ui, die Kamera ist verrutscht. Das müsste jetzt auch gleich die China Mall sein. Oh. Ja, komm. Ohne Problem. Oh Leute, ist das echt nicht wahr, ey. Kreuz und quer hier.
Ach, da muss ich auch mal dran denken. Ich habe gehört, hier gibt es noch zwei, drei Elektrofahrer in Town. Die müsste ich echt mal kontakten. Hab mir vor dem Urlaub einer erzählt, dass hier noch so ein paar gibt, die Elektroroller fahren. Aber lohnt sich natürlich erst, wenn meiner wieder läuft, ne? So, sorry natürlich, dass die bei der China Mall auch HDMI-Kabel haben. Ey, da sind so viele Sachen. Wenn man vergleicht, ob man so in deutschen Baumärkten kriegt, nicht wirklich ein großer Unterschied. Da ist es schon. Am Horizont ist sie zu erkennen. Le Mans de Chinois. Und danach gibt's ein Bierchen beim Stefan. Beim Steven. Doch, die hat auf. Ja, sieht so aus. Ça c'est place perfect pour moi. Hein? Où est le problème maintenant? C'est parfait pour moi. Où? Manometer, ne, hast du den perfekten Parkplatz, ey, muss noch. Wo les autres motos? Ok. Actuellement, c'est pas une moto, hein? Ici? So, haben natürlich nicht das gehabt, was ich haben wollte. Muss hier mir eine Verlängerung von 1,5 Meter und so ein Winkelkabel holen. Aber hat nur 7.000, hat nur 10 Euro gekostet. Ist eigentlich fast genauso teuer wie in Deutschland. Naja. So, jetzt geht's Stefan. Finde ich, glaube ich, auch ohne GPS. Bip. Hallo, Madame. Ja, finde ich auch ohne. Ich weiß, wo das ist. Oh, der Winkel ist nicht gut. Besser. So, also 1000 Kabel gehabt, aber alles nur HDMI-Verlängerungen. Und die brauche ich gerade nicht.
Ja, China Mall, soll ich vielleicht mal ein Video darüber machen, aber ich traue mich da nicht, die Kamera mitzunehmen. Bin ja so schüchtern. So, ich brauche jetzt knapp 39 Kilometer auf der Uhr und dann habe ich die 8000er Marke geknackt. Oh, der Rücktritt wird gleich überhaupt nicht spaßig. Die Straße ist doch mal sehr angenehm. Oui, monsieur, c'est où maintenant? À gauche, à droite? Alter, hat er gar nicht mitgekriegt, dass ich hinter ihm bin. Boah, also. Dieses Fahrrad war mit Sicherheit nicht gesund, ey. Und nicht, weil es gefährlich ist, sondern wie machst du dir die Lungen wahrscheinlich kaputt, ey. Guckt euch mal die Rauchwolke hier vorne an. Unglaublich, ey. Und trotz alledem, der gesamte afrikanische Kontinent, ich glaube, ich habe es schon einige Male erwähnt, hat immer noch weniger Emissionen im Jahr als Deutschland. Und wie oft passt Deutschland auf Afrika drauf? 20 Mal? Vielleicht sogar noch mehr? Ich schreibe es Donner. Sag, da ist eine magische Hupe. Spring gleich da, Stefan, stell das Bier bereit. Noch einmal rechts abbiegen. Was, ist die Bierdeckel-Sammlung auf, oder was? Ja. Ja, vom Roller ist der Gasgriff kaputt. Und ich war gerade in meiner China Mall und dachte, ey, ich muss jetzt Nadi Imi-Kabel für das Wochenende kaufen. Da fährst du mal beim Steven vorbei. Zeige ich euch mal gleich den Steven. Das Ding verkaufst du mir, wenn du dir jetzt Das ist der Steven. Der Steven aus Bayern. Ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Tschüss. So, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, wie lange die Kamera jetzt hier vorne mitmacht. Aber wir werden mal gucken, dass wir das so weit hinkriegen, wie es geht. Es war wieder ein sehr spaßiger Abend.
und die Kamera vorne hört wieder auf, also dann ist es halt so. Ne? Ist wahrscheinlich wieder Batterie leer oder sonst irgendwas. Aber es ist halt. Ich glaube, ich habe euch einen schönen Eindruck geliefert, wie denn hier der Verkehr in Abidjan ist. Das ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Sag ich mal einfach so. Also, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.